Core Learn Vidéo, la galette des rois. Aurélie, hast du eine Idee? Die Katzen haben mit diesem komischen Ding gespielt im Flur. Merci. Tu sais pas ce que c'est? Nein, Plastik. Tu te souviens pas ce que c'est? C'est la fève. Ah, aber ist doch keine Bohne. Il existe une fève, le haricot, et il y a aussi des fèves en plastique ou en porcelaine. Et ça, c'est une des plus classiques parce que c'est la moins chère en plastique. Ah. Ouais, merci Romine. Je cherche ça depuis tout à l'heure. Je peux pas faire la galette depuis tout à l'heure. Ah, super. C'est wieder Zeit für den Königskuchen. Ouais. Ah, ok, klar, das ist einer von den heiligen drei Königen. Ouais. Ah, toll, ok, schön. Tu as déjà mangé une galette? Ja, schon öfters. Also sehr, sehr gut und wohlschmeckend. Ouais. Also freut mich. Mais cette année, malheureusement, on va pas pouvoir fêter la galette des rois à l'école. Ah, Mist, wegen Covid. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. J'aimais bien faire ça. Il y a la petite tradition dans mon école avec les deuxièmes classes et les cinquièmes classes. Ok. Ouais, on la faisait en classe, tu sais? Ja, klar. Schön. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Manchmal habt ihr es gemacht. Aber klar, jetzt ist blöd. Und jetzt machst du uns einen. J'en fais une pour nous, mais aussi pour montrer aux enfants comment faire la galette. Ah, ok. Ja, toll. Schöne Idee. Ouais. Und es freut mich, dann haben wir Chancen, auch König zu werden heute. Ah, oui. Ja. Et j'espère que ça va donner envie aux enfants de faire une galette à la maison. Ok, und dann bekommen sie auch raus, was es mit der Bohne auf sich hat. Ouais, absolument. Alors, c'est parti! Später im Laufe des Videos wird Romin mehr über die Galette in Frankreich erzählen. Wir haben auch in der Beschreibung von diesem Video euch einen Link gegeben zu einem Blogbeitrag von France for Fans. Da findet ihr eine Menge Informationen über diese Tradition. Zu diesem Video habe ich euch auch ein paar Ausmalbilder vorbereitet. Die findet ihr auf unserer Webseite www.aureliesanami.com. Und hier siehst du, wie Kas auch eine Galette backen möchte. Und zwar hat er sich Folgendes ausgedacht. Naja, wenn ich eine Galette backe und dann bekomme ich zufälligerweise La Fève, dann werde ich zum König. Dann kann ich die Myrtille zur Königin ernennen. Dann mag sie mich besonders gerne. Dann ist das Leben nur noch schön. Ja, König sein und dann noch die Myrtille als Königin zu haben, ja, das wäre ziemlich ideal für Kas. Denn wenn du den zweiten Band der Abenteuer von Kas kennst, weißt du, dass es im zweiten Band eine neue Figur gibt, und zwar Louis XIV., das Zwergkaninchen, der Chouchou der Familie. Und Kas ist ziemlich neidisch. Er wäre so gern zweisprachig wie Louis XIV. Und natürlich wäre er gern König oder würde gern einen Könignamen tragen. Hier scherzt Louis XIV., dass er gar keinen Fev braucht. Naja, er trägt schon den Namen eines Königs. Und hier nimmt sich Kas vor, die Galette so oft zu backen, bis er das Figürchen bekommt, bis er König wird. Auf unserer Webseite findest du auch eine Checkliste von allen Zutaten, die du brauchst für das Rezept, als Ausmalbild oder schon farbig, als farbige Checkliste. Zuletzt findet ihr auf unserer Webseite den Text vom Lied J'aime la galette. Das kennt jedes französische Kind. Dieses Lied ist einfach zuckersüß und immer, wenn ich das Lied auch mit meinen deutschen Schülern singe, finden sie das immer witzig. Der Text geht etwa so. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Oui, oui, j'aime la galette, oui, oui, j'aime la galette, avec du beurre dedans. In der Beschreibung haben wir auch ein paar Links euch gegeben, damit ihr das Video eher als Zeichentrickfilm euch anhört und anschaut. Es gibt ganz viele YouTube-Videos, die sind sehr, sehr gut gemacht, um dieses Lied sich anzuhören und zu lernen. Aber natürlich möchte ich dir erklären, worum es geht in diesem Lied. Und zwar
sagt der eine, ja, ich liebe die Galette, ich mag die Galette. Wisst ihr, wie ich sie mag? Und zwar, wenn sie gut gemacht ist, mit Butter drin. Ja, ja, ich liebe die Galette. Ja, ja, ich liebe die Galette mit Butter drinnen. Gleich wollen wir mit unserem Rezept beginnen. Aber vorab wollte ich dir noch ein paar Bilder aus Frankreich zeigen. Hier siehst du zum Beispiel die Galette, die wir beim Bäcker gekauft haben. Die war richtig lecker. Hier siehst du die Menge an Galette. Ja, zurzeit kann man Galette sowohl beim Bäcker als im Supermarkt kaufen. Und ja, ich glaube, Galette wird es für alle geben. Galette kann man den ganzen Januar lang kaufen. Es gibt auch verschiedene Sorten von Galette. Das Originalrezept ist mit Mandelfüllung, aber manche Kinder und manche Erwachsene auch mögen keine Mandelfüllung. Deshalb kann man die Galette mit Apfelmus kaufen. Ich finde es ziemlich unpraktisch, denn Apfelmus als Füllung, dann rutscht es ziemlich, wenn man die Galette schneidet. Und für mich ist es ein anderes Rezept. Es ist eigentlich eine Apfeltasche, un chausson aux pommes. Vielleicht kennst du das aus der Bäckerei. Das ist so groß wie ein Croissant oder sogar ein bisschen größer. Und das ist Blätterteig mit Apfelmus drin. Aber aus Erfahrung, die Galette, die am besten schmeckt, ist eigentlich die Galette, die man selber backt. Also lass uns endlich mit dem Rezept beginnen. Es geht los. C'est parti! Maintenant, on va regarder les ingrédients de plus près pour notre recette. Le premier ingrédient dont nous avons besoin, c'est une fève. Unsere erste Zutat, das macht den ganzen Charme an der Sache, den ganzen Spaß an den Kuchen, das brauchen wir unbedingt, das ist une fève. Das hier ist eine Bohne und das ist hier trocken, das kann man normalerweise essen, das wollen wir aber nicht. Das ist, was wir in dem Kuchen verstecken werden und das ist, was sich alle wünschen zu bekommen, um König zu werden. Du kannst eine trockene Bohne verwenden, also wie die Tradition das will und wie die Menschen das früher gemacht haben. Oder ein Figürchen nehmen. Hier haben wir zwei Figürchen, die sollen die zwei von den drei heiligen Königen darstellen. Diese Figürchen haben alle französischen Familien vorrätig daheim, öfters aus dem Galette vom Vorjahr. Öfters sammeln wir das von einem Jahr zum anderen und in irgendeiner Schublade in der Küche finden wir irgendein Figürchen. Also hier haben wir, wie gesagt, zwei der drei heiligen Könige. Mal schauen, für welche Figur wir uns heute entscheiden. Die scheinen mir ziemlich groß und vielleicht kann man die zu gut sehen. Mal schauen, wofür ich mich heute entscheide. Also, Zutat Nummer 1, weil es kein richtiger Zutat ist eigentlich, ist une fève. Dann brauchst du so Material zum Backen. Eigentlich, ich habe etwas in Freiburg vergessen. Meine große Schale zum Backen habe ich vergessen. Also habe ich hier so eine Schüssel und muss nicht zu groß sein. Dann eine Backform, eine Waage, ein bisschen Geschirr, ein Schneebesen. Und genau, zeige ich erstmal auf Französisch. Une fourchette, un couteau, une cuillère, un fouet, une balance, un moule, un plat pour faire la pâtisserie. Oui. Et maintenant, les ingrédients comestibles. Jetzt alle Zutaten, die man essen kann, die wirklich zum Rezept gehören. Was ganz, ganz wichtig ist, ist erstmal Blätterteig. Blätterteig nennt man auf Französisch la pâte feuilletée. Das kann man so kaufen. Das ist schon gemacht. Pâte feuilletée ist Blätterteig, ist nicht wie Mürbeteig. Mürbeteig könnte man selber machen, aber pâte feuilletée ist ziemlich aufwendig. Da sind ganz, ganz viele Schichten an Teig und ja, wir ein bisschen zu weitführen, das Ganze zu erklären. Aber Pâte feuilletée habe ich nie selber gebacken, denn es ist sehr schwierig hinzukriegen. Pâte feuilletée kann man
Also in Frankreich sowie in Deutschland in der Kühlabteilung kaufen. Und das kann man, es gibt zwei Formen davon. Entweder ist es kreisförmig, rund oder viereckig. Hier weiß ich nicht, weil ich schon lange nicht mehr in Frankreich Blätterteig gekauft habe. Ich tippe, das wird rund sein. In Deutschland habe ich eher die Erfahrung, dass diese Blätterteig eher rechteckig sind. Das ist für mich in Deutschland gar nicht schlecht, denn wenn ich mit Schülern backe, backen wir eher einen ganzen Blech an Galette des Rois, damit damit alle Kinder ein Stück davon bekommen, damit wir eine größere Galette backen können. Deshalb ist es ziemlich praktisch. Aber die originale Form ist ein Kreis, es ist rund. Ja? Mal schauen, wir lassen uns überraschen. Dann, also das wäre unser Teig. Dann brauchen wir 3 Eier. 3 œufs. Alors, 2 œufs pour la garniture, 2 Eier für die Füllung et 1 œuf pour dorer la galette. Ein Ei, um unsere Galette zu dekorieren, damit sie eine schöne goldene Farbe bekommt. Okay? 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs. Ensuite, il nous faut un petit sachet de sucre vanillé. Eine kleine Tüte, ein kleines Päckchen Vanillezucker. Dann brauchen wir gemahlene Mandeln. On a besoin d'amandes en poudre. Alors, souvent les paquets, ils font 125 grammes. Sauf que nous, on a besoin de 150 grammes. Du coup, il faut acheter 2 paquets. Wir brauchen 150 Gramm gemahlene Mandeln. Deshalb empfehle ich, 2 Packungen gemahlene Mandeln zu kaufen. In Deutschland habe ich eher die Erfahrung, das sind Päckchen, da sind 100 Gramm gemahlene Mandeln. Hier ist es eher 125. Genau, also kauf mal 2 Packungen zur Sicherheit. Ensuite, on a besoin de sucre. 100 Gramm de sucre. Ici, c'est du sucre roux ou du sucre blond. Tu peux avoir du sucre blanc aussi. Also hier haben wir Braunzucker und das kann auch weißer Zucker sein. Ich glaube, da macht es keinen großen Unterschied für die Füllung. Und dann brauchen wir Butter, du Beurre. Il nous faut du Beurre mou, du Beurre qu'on a sorti un petit peu à l'avance. Wir brauchen auch Butter. Am besten hast du die Butter schon im Voraus aus dem Kühlschrank gemacht, damit er ein bisschen weicher wird. Et on a besoin de 75 Gramm de Beurre mou. 75 Gramm weicher Butter brauchen wir. Okay? On répète peut-être les ingrédients comestibles ensemble en français. Lass uns alle essbare Zutaten zusammen wiederholen. 2 pâtes feuilletées. 3 œufs. 1 sachet de sucre vanillé. 75 grammes de beurre, 100 grammes de sucre, 150 grammes d'amandes en poudre. Und was wir nicht essen, aber unbedingt brauchen, ist une fève. Avant de commencer la recette de la galette, nous allons préchauffer le four. Ça, c'est le four. C'est pour faire chauffer la galette. Alors, je l'allume. Je choisis, tu vois, il y a différents programmes. Et je choisis grill en haut et en bas et chaleur tournante. C'est en train de préchauffer, mais moi, je ne veux pas 160 degrés, je veux 210. Alors, je vais essayer de le faire marcher. On change. Ah, regarde. Là, les degrés changent. 175, 185, 195, 200, 205. Et moi, je veux 210. Voilà, on a 210. Là, pour l'instant, c'est pas encore chaud. Ça va sonner quand ce sera assez chaud. Ensuite, j'appuie sur quoi? Ah non, je suis encore en train de changer les degrés. Non, reste sur 210. Là, ce sont les minutes. Imaginons que je vais avoir besoin de 20 minutes pour faire ma recette. Je
pense que c'est pas mal. Préchauffer le chou, le four pendant 20 minutes. Alors, on commence par notre pâte feuilletée. Comme je l'ai déjà dit, ça va être un peu la surprise. Est-ce que c'est une pâte feuilletée avec une forme ronde ou une forme rectangulaire? On regarde. Schauen wir mal, welche Form hat unser Blätterteig? Ah ja, tatsächlich ein Kreis. Unser Blätterteig hat einen runden Form. Also brauche ich einfach nur hier ausbreiten, den Teig schön ausrollen. So. Hopp. So. Dann schneide ich, was ich nicht brauche, einfach mit einer Schere. Das ist ziemlich praktisch, weil es schon dieses Backpapier gibt. Und das Backpapier dient dazu, dass der Teig nicht in unsere Form kleben bleibt, hängen bleibt. Und ja, ist ganz schön praktisch. Diese Teigstücke, die behalte ich. Danach können wir daraus schöne Motiven auf unsere Galette machen. Also die behalte ich später. So. Erstmal mache ich daraus eine Kugel. So. Und dann werde ich vielleicht daraus was Schönes machen. So, erstmal nur ein Blätterteig. Pour l'instant, juste une pâte feuilletée. Et on peut déjà faire des petites fentes. Ein paar Ritzen kann man machen. Das dient dazu, dass der Teig und das Ganze besser atmet. Soweit ich weiß. Okay, das ist unser Teig. Das ist der Boden von unserer Galette. Ups. So. Dann wollen wir die Füllung machen. Das geht ziemlich schnell. Schau mal. Erstmal mache ich meine Butter rein. Je mets mon beurre dans mon plat. Je l'ai coupé en petits morceaux. Le beurre, il est mou. Donc ça, ce sont mes 75 grammes de beurre mou. Ensuite, je vais y mettre du sucre. Ce sont mes 100 grammes de sucre. Et puis, mes amandes en poudre. Ça, ce sont 150 grammes d'amandes en poudre. Et pour lier le tout, je vais casser 2 œufs. Donc, tu vois, ça va très, très vite. Un œuf. 2 œufs. Hop, c'est bon, c'est déjà cassé. OK ? Et j'ai oublié un petit paquet de sucre vanillé. Ça, ce sont tous les ingrédients de ma garniture. Das sind alle Zutaten für meine Füllung. Und das nennen wir auf Französisch, oups, il y a un bout de coquille, la frangipane. La frangipane, so nennen wir diese Mantelfüllung in der Galette des Rois. Und jetzt wollen wir das Ganze mischen. Ich probiere erstmal mit einem Schneebesen. On mélange tout. J'essaye d'abord avec un fouet. Je suis pas sûre que c'est la meilleure idée. Nicht sicher, das ist die beste Idee. Hauptsache, es mischt sich gut. Nee, das war nicht die beste Idee. Teig mache ich da raus. Vielleicht erstmal nur mit einer Gabel. Irgendwie für mich, Schneebesen sieht wirklich aus nach Backen. Deshalb, jedes Mal möchte ich einen Schneebesen verwenden, aber so praktisch ist es auch nicht. Ah, guck mal. Sehr schnell mischt sich diese Füllung. Das ist sehr einfach zu handigen. C'est très facile à mélanger. Le beurre, il est assez mou. Das Wichtigste ist, dass du immer dran denkst, deine Butter vorher, also kurz vor dem Backen, aus dem Kühlschrank zu holen, damit es weich ist. Super.
Et voilà, on a notre Frangipane. Also, guck mal. Ah, nee, man unterscheidet noch ziemlich gut die einzelnen Butterstücke. Aber so ist es. Ich zeig dir, wenn es fertig gerührt ist. Bon, voilà, c'est déjà fini. Ça va vraiment très, 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 très vite. Ça, c'est donc ma Frangipane. C'est donc le mélange que nous allons mettre dans la galette des rois. Also, wie du siehst, diese Füllung wurde sehr schnell vorbereitet. Das ist unsere Frangipane. Und jetzt wollen wir die Frangipane auf unserem Blätterteig schmieren, verteilen. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist la fève. Also, wie mache ich das? Damit es nicht zu auffällig ist, mache ich erstmal eine erste Füllungsschicht, würde ich sagen. Also, unser Kameramann darf entscheiden, welche Figur wollen wir in unsere Galette heute. Wollen wir die echte Bohne oder einen von den drei heiligen Könige auswählen? Was wollen wir? Ich würde sagen, einen von den heiligen drei Königen ist authentischer. Okay, machen wir. So, ich versuche diese Füllung gleichmäßig zu verteilen. Meine Backform ist nicht ideal. Du siehst, der Teig hier kommt wieder runter. Ist vielleicht zu tief. Aber dafür gibt es dann in jedem einzelnen Stück, danach, wenn wir die Galette essen, mehr Füllung. Ist auch lecker. So. Also, ich wollte erstmal eine Schicht Füllung machen und dann die Figur und dann noch eine Schicht, aber jetzt gibt es nur eine Schicht Füllung und ich verstecke unser dreiheiliger König. Und zum Beispiel, ich mache ihn hier rein. Bisschen Füllung drauf. Ich hoffe, er ist nicht zu auffällig, aber hier. Na, ja, ich glaube, zu auffällig ist er nicht. Okay. So. Oui, je pense bien. Prochaine étape, nous allons mettre une deuxième couche de pâte feuilletée sur la galette. Nächste Etappe, jetzt kommt noch einen Blätterteig auf unsere Galette. Das wird jetzt, soll ich sagen, die Decke, oder? Die Decke könnte man sagen, ja. Aber was würdest du sagen? Ich denke, das spricht vom gedeckten Kuchen und so gesehen, denke ich, passt es. Okay. So, schon wieder diese schöne Form. Guck mal. Jetzt schauen wir mal, ob es passt auf meinem Kuchen. Also, vielleicht erstmal so. Hopp. Ja. So. Und wie vorhin einfach, was ich nicht brauche, schneiden. Als ich klein war, haben wir diese Teile, diese Stücke, die übrig sind vom Blätterteig, eher verwendet, um kleine Croissants zu backen im Backofen. So mache ich meine Galette zu. Ist wirklich sehr, sehr praktisch mit diesem Backpapier. So kann ich alles zudecken. Ich hoffe, da wo das Stück ist, es ist nicht so, wo die Fäve ist, wo die Bohne ist, es ist nicht so auffällig, aber ich habe auch mit der Zeit festgestellt, wenn wir die Galette backen, da kann man noch weniger erkennen, wo die Figur ist. So, ich mache das Backpapier weg.
es klebt ein bisschen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich meinen Blätterteig zu lange aus dem Kühlschrank hatte. Und jetzt ist es ein bisschen zu weich geworden, weil ich so lange gebraucht habe, um die Zutaten gut zu erklären, gut zu filmen. Jetzt ist es ein bisschen zu weich geworden. Kann ich weniger gut formen. Aber, ja, sieht gut aus. Ich mache meine Galette zu. Ich gucke, dass die Teigstücke nicht an die Form hängen bleiben. Ja, sieht gut aus. Okay. Ah, Backofen ist mehr als bereit. Alors maintenant, on va décorer notre galette. Elle est presque prête à mettre au four, mais on va la décorer. Pour la décorer, on utilise un couteau pointu. Wir brauchen ein scharfes Messer, um unsere Galette zu dekorieren. Die Kunst ist, Ritzen zu machen, irgendein Motiv zu zeichnen, aber nicht zu tief, damit wir bloß nicht zum Beispiel die Figur enthüllen oder so. Ja? Also, typisch, das werde ich jetzt machen, typisch von der Galette ist sowas ungefähr. Guck mal. Erstmal so Linien in eine Richtung. Und dann leicht, also nicht gleich so, also zum Beispiel senkrecht und dann waagerecht, sondern leicht schräg, damit wir schöne Rauten bekommen. Hier ist zum Beispiel ein Loch entstanden. Siehst du? Oh. Vielleicht hast du es schon bemerkt, aber ich habe es irgendwo berührt. Die Figur habe ich irgendwo berührt. Okay, so. Dann kann ich jetzt mit meinen Stücken so kleine Kügelchen formen und dann kann ich die rundherum einfach tun. Ich zeige dir, wenn es fertig ist. Wir hatten genug Teig, um so kleine Kügelchen zu formen, als auch einen kleinen Kreis in der Mitte. Romy hat mich gefragt, ja, würdest du vielleicht einen Kreis zeichnen oder formen? Jetzt haben wir das geformt. Öfters, wenn wir in der Schule backen, haben wir richtig eine große Zeichenfläche, wenn wir so die Galette als richtig Backblech vom Galette machen. So, jetzt haben wir unsere Galette hier. Und jetzt brauchen wir nur noch unser Eigelb drauf zu schmieren. Also guck mal, ich habe hier mein letztes Ei. Ich trenne das Weiße vom Gelben. Und das haben wir auch in Freiburg vergessen. Normalerweise gibt es so Backpinseln, um einfach unser Eigelb auf der ganzen Fläche zu verteilen. Das haben wir leider nicht, aber du kannst einfach deine Finger verwenden. Ist auch okay. Also ich versuche, mein Eigelb überall zu verteilen. Erstmal so beim Draufschmieren. Und dann mache ich den Rest mit meinen Fingern. Überall ein bisschen Eigelb. Da. Also mit dem Backpinsel wäre schon besser. Und so bekommt unsere Galette eine schöne goldene Farbe. So ungefähr. Jetzt wasche ich mir die Hände und wir können gleich die Galette für 30 Minuten in den Backofen reinschieben. Ja, absolut. Ouais, en fait, c'est pas case. Je crois que c'est cool. C'est la petite tête de cool, ça. Alors, c'est parti. On le met au four. Tu vois, le four, c'est bon. Il y a les trois petits traits. Ça veut dire qu'il est assez chaud à 210 degrés. Et je vais mettre... Oups. Je vais éteindre le four, là. Comme... Ah, je suis en train de tout changer. Au secours. Ah, voilà. Mais pourquoi il n'y a pas la lumière? Pour 30 minutes, 30 minutes, das kann bis 40 minutes dauern. Ich würde erstmal nur 30 minutes programmieren. Ok, jetzt warum habe ich kein Licht mehr? Nee, das endet.
Minuten Grad. So gibt es kein Licht. Licht haben wir wieder bekommen. Super. Und jetzt für 30 Minuten in den Backofen. On est parti pour 30 Minuten. À bientôt la galette. Bon voyage! Et c'est parti, on attend 30 Minuten. Ich schaue mal, wie das aussieht nach 15 Minuten. 15 Minuten, guck mal. Oh, das ist schon ziemlich gold. Vielleicht schon ein bisschen zu braun. Oh, oder das ist nur mein Ei. Schauen wir mal. Ich habe lange gezögert zwischen 210, 190. In einem Rezept war es 180. Vielleicht kannst du auch einschätzen. Ich würde ein bisschen die Temperatur niedriger machen. Vielleicht 180 jetzt für die letzten 15 Minuten. Schauen wir mal. Oh, sieht gut aus. Du wirst selber merken, ob du denkst, oh mein Gott, das ist schon ziemlich durch oder zu braun oder nicht. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, nur noch eine Minute. Sagen wir, das war's. Also, schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist soweit, oder? Siehst du, das ist vorbei. Dann warte mal kurz. Ja, ich glaube, das ist durch. Hey, unsere Galette. Schau mal. Ja, ich glaube, das ist soweit. Und sowieso können wir die Galette noch nachbacken in dem Moment, wo wir sie essen werden. Alors, nous sommes le 31 décembre 2020. Et normalement, ce gâteau, on le mange le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Mais comme on a envie que les enfants puissent aussi manger une galette des rois le 6 janvier, on se sacrifie et on la mange aujourd'hui pour que vous puissiez réaliser cette recette à la maison. Ok? Alors, une galette des rois, ça se coupe. Normalement, ça se coupe... ça se coupe. Attention, je coupe. Notre galette des rois. On essaye de pas... trouver la fève en coupant. On coupe la galette des rois en plusieurs parts. Là, par exemple, je vais couper la galette des rois en 6 parts. Et normalement, c'est, quand on est une famille, c'est l'enfant le plus jeune de la famille qui va sous la table et le papa ou la maman qui sert les parts de galette des rois. Lui, il peut peut-être voir s'il y a la fève ou pas, si par exemple on n'a pas très bien coupé. Mais lui, c'est pas lui qui va donner aux membres de la famille la part de galette des rois. C'est l'enfant sous la table qui va dire « c'est pour Romy, c'est pour Aurélie ». Si Cole pouvait parler, ce serait son rôle aujourd'hui. Ok? Ja, ich will ihn schon mal, oder verteilen will ich ihn noch nicht, sondern ein bisschen nochmal schneiden, ein Stück. Und ja, bei Aurelien, mir braucht es vielleicht auch länger, wenn jetzt nicht den ganzen Kuchen auf einmal essen, bis der König oder die Königin gekürt ist. Aber dass das Prinzip klarer ist, fangen wir hier schon mal an mit der Verteilung. Und manchmal ist auch schon im ersten Kuchen die Bohne enthalten. Ja, genau. Und jetzt zeige ich, Aurélie schaut natürlich nicht. Okay. Und dann zeige ich... Ich tiens la caméra. Je regarde pas. Ja. Also, für wen ist das Stück? Pour toi. Ah, merci. So, ja, dadurch habe ich mein Stück. Und das andere Stück ist für wen? Für mich. Genau, also so normal müsst ihr jetzt Aurélie unterm Tisch sitzen. Ihr könnt es zu Hause ein bisschen besser nachspielen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Film mit dem Film uns beim ganzen Kuchenessen begleiten könnt. Aber auf jeden Fall, wenn irgendwann, vielleicht schalten wir dann die Kamera wieder ein, wenn jemand auf die Bohne beißt, müsst ihr eben aufpassen, dass nicht ein Zahn fehlt. Dann bekommen wir Ärger mit euren Eltern oder euch selber. Vorsichtig essen, und wenn ihr dann das Männchen, die Figur entdeckt,
dann gilt es, eine Krone aufzusetzen. Ich hoffe, wir haben noch eine in unseren Beständen, um dann eben der König für einen Tag zu sein und sich bedienen zu lassen. Und das ist natürlich das Schöne dran. Und ja, wir schauen mal, entweder macht ihr es selber oder wir zeigen es euch noch, wenn wir die Bohne gefunden haben. Ich sehe sie jetzt bei mir noch nicht. Manchmal sieht man sie schon, aber es kann ja noch kommen. Ich fange schon mal an, vielleicht zeigt sie sich ja auch noch. Danke. Ja, ist super gelungen. Mit dieser Mandelmasse ist schon ein tolles Erlebnis. La frangipane, elle est très généreuse. Alors Romine, il en est à sa deuxième part. Ça me rappelle des stratégies, des fois d'élèves, de manger une deuxième part ou une troisième part pour essayer d'avoir la fève. Une troisième part, là, ça serait carrément exagéré. Alors Romine, t'as la fève? Leider nicht, also ob ich jetzt heute drei Stücke esse, weiß ich noch nicht. Aber leider hat sich die Bohne noch nicht gezeigt. Also fürchte, heute werde ich wahrscheinlich nicht mehr zum König werden. Aber kann morgen noch werden. Und ich glaube, wenn man am 1. Januar der König ist, dann ist man es fürs ganze Jahr. C'est une nouvelle loi, quoi. Ja. La galette des rois, selon Romine. Genau, meine neuen Regeln. Hast du was gefunden? Je crois que je l'ai, ouais. Je te montre? Ja, gern, ja. Regarde, je crois qu'on voit le petit chapeau. Ah, okay, tatsächlich, ja. Da ist die Figur. Sehr gut, Aurélie ist unsere Königin. Voilà, reine. Et on va bientôt me mettre ma couronne. Et je dois choisir mon roi. Romine, est-ce que tu veux devenir mon roi? Ja, ja, klar. C'est nous, les rois et reines. Ja, super. Dann können wir als König und Königin das Jahr beginnen. Fehlt uns nur noch die Krone, aber es fängt schon mal gut an. On essaye. Comme ça, la couronne. Cool, du papier? Ou myrtille? Allez, les chats! Bon, c'est pas parce que vous êtes pas devenu roi et reine que faut être jaloux, là. Oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un selfie avec les couronnes. Ja, klar, das wäre schön. Mais sinon, ça marche pas. On peut pas tenir la couronne. Enfin, dommage. Ja. J'aurais bien aimé avoir ça comme carte de vœux, tu sais, pour le mois de janvier. Ja, klar, als Neujahrswunsch, als Neujahrskarte wäre es natürlich schön. Dommage. Mit den Kronen, aber immerhin sind wir Königspaar geworden, ouais. Haben einen schönen hey. Königskuchen gegessen, dank deiner Backkünste. Merci. Und ich hoffe natürlich, dass viele Zuschauer es nachbacken und auch bald König werden. Alors honnêtement, on est le combien? On est le 3 janvier, toi aussi tu pars ta couronne. Ah oui. Pas facile, hein, on n'a pas l'habitude. Alors on est le 3 janvier et c'est déjà la deuxième galette qu'on mange. En deux jours, du coup, presque. Non, on a commencé le 31 janvier. Yeah. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Donc, on a, pour finir la vidéo, acheté chez le boulanger une délicieuse galette. On voulait goûter une galette de chez le boulanger. Et tu vois ce qu'il y a en France pour la galette? Qu'est-ce qui existe? Une extra tasche, extra verpackung. Ouais. Comme ça, c'est super pratique. Il y a marqué « C'est l'heure de la galette ». Ja, es ist Zeit für den Königskuchen. Mm-hmm. Et du coup, tu vois, c'est pas la boîte comme la boîte qu'on connaît de la papette. Hein? Ça utilise moins de carton et tout ça. Du coup, c'est juste un sachet en papier, hop, où ils mettent la galette dedans. Il y a différentes tailles. Et hop, tu peux rentrer comme ça, avec ta petite galette dans son sachet à la maison. C'est cool, hein? Absolument. Ouais, super. Super bien. Et alors, du coup, cette galette, comment tu l'as trouvée, toi, Romine? Ah, sehr lecker. Also, qu'est-ce qu'elle avait de plus que ma galette? Ja, es war ein bisschen mehr Butter drin. Ich denke, das müssen wir uns merken. Alors ça, j'avais hésité à mettre trop de beurre ou plus de beurre dedans, mais honnêtement, ça fait toute la différence. C'était délicieux. Ja, das muss man sagen. Also, vraiment. Mach durch, ein bisschen mehr Butter rein. Schmeckt schon besser. Alors, on se répète, hein, mais moi, je suis trop triste que cette année, je ne vais pas pouvoir faire des galettes avec les enfants en classe et en faire à la maison, parce que l'an dernier, tu m'avais aidé, hein, pour les enfants. Mais j'espère de tout cœur que, du coup, là, c'était l'occasion pour nous de faire cette vidéo et j'espère que de tout cœur que ça va vous servir cette année
pour faire à la maison la galette. Et puis, c'est une vidéo en fait atemporelle. Chaque année, on peut se resservir de cette vidéo pour faire la galette ou faire connaître à d'autres enfants. Ja, genau. Aurélie kann jetzt mit den Schülern wegen den Covid-Regeln keinen Kuchen machen oder auch mitbringen. Ja. Das geht leider nicht. Und deshalb ist natürlich dieser Film eine Anregung, der auch jedes Jahr wieder genutzt werden kann, um eben zu Hause selbst den Kuchen zu machen und dann diesen Brauch, diese Tradition mit der Familie oder mit Freunden zu teilen. Ja. Et toujours, je pense, voilà, si tu l'as vécu enfant en cours de français, qui sait, peut-être un jour tu feras tes études en France ou tu travailleras en France ou un jour, dans un autre contexte, tu auras une galette des rois française et tu sauras, toi, qu'est-ce que c'est une galette. Genau, das ist natürlich schön, wenn ihr später mal vielleicht nach Frankreich geht, vielleicht auch da studiert oder länger hier seid und dann lernt ihr das nochmal kennen oder lebt es selbst mit und wisst, ah ja, ich weiß Bescheid, was so ein Königskuchen ist und was es damit auf sich hat. Hey, hey. On vous souhaite encore de belles vacances et on vous dit à très bientôt. Ja, macht's gut und lasst euch schmecken. Tschüss. Et la petite? Est-ce que tu veux mettre la petite? Tu veux pas mettre la petite? Est-ce que toi tu veux mettre la couronne? On te la met? Ah non, toi non plus tu n'aimes pas la couronne. Vous aimez pas bien ce concept, hein? Hop. Ah non.